Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich stehe hier gerade beim Knorzer, beim Weltenboss. Und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht für euch ganz interessant zu wissen, woher ihr wisst, wann die Weltenbosse spawnen und wo die spawnen. Weil ich habe jetzt seit gut 3 Tagen oder so keinen Weltenboss mehr verpasst. Gibt immer guten Loot, gibt immer gute Erfahrung vor allen Dingen. Das ist gerade bei den kleineren Charakteren sehr, sehr wichtig und sehr, sehr cool. Weil wenn er immer die Buffs hat von den Leuten, die mit dabei sind, könnt ihr natürlich noch den 5% Buff nehmen von dem Elixier. Und habt ihr gedacht, vielleicht für euch auch ganz interessant, wie ihr wissen könnt, wann und wo der nächste Weltenboss stattfindet. Das Ganze wird immer announced nach dem nächsten, also nach einem Weltenboss wird der nächste Weltenboss announced. Und das Ganze läuft aktuell über einen Twitter-Bot. Den werde ich euch natürlich unten verlinken. Der twittert immer nach einem Weltenboss, wann denn der nächste Weltenboss startet. Und da könnt ihr genau schauen, nach der Region, wo ihr wohnt, welcher Weltenboss, wann der Weltenboss erscheint und manchmal auch wo. Bei dem Wo ist wohl aktuell ein bisschen problematisch, weil das kann man nicht immer zu 100% sagen. Aber ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Wichtig ist zu wissen, wann der Weltenboss kommt, damit man eben nicht die ganze Zeit im Spiel sein muss, beziehungsweise die Karte offen haben muss. Außerdem möchte ich die Möglichkeit auch mal eben nutzen, ein bisschen Werbung für unseren Clan zu machen. Wir haben nämlich vor, einen, ja, sowas wie einen Clan-Raid zu machen, ein PvP-Gebiet. Das heißt, zu viert sich zu treffen und dann zusammen ins PvP-Gebiet zu gehen. Brauchen viele noch die PvP-Trophäe. Ich bin ja auch auf dem Platin-Kurs gerade. Ihr seht ja auch hier, der Barbar ist jetzt Level 92. Da fehlt nicht mehr viel bis zur Level 100-Trophäe. Und ja, wie gesagt, wir wollten uns da zusammen im PvP-Gebiet treffen. Welche Stufe 3 oder 4 ist egal. Und dann zusammen durchs PvP durchs PvP-Gebiet laufen und da die Leute wegschnetzeln. Ich glaube, zu viert wird das ganz witzig. Vor allen Dingen kann man da ja auch richtig gut diese, oder nur da diese Blutdiamanten farmen und sich damit ein Unique Set holen. Das möchte ich auch gerne haben. Also, wenn ihr das da dabei sein wollt, gerne mal den Clan abchecken. Und während wir Knorz jetzt hier besiegt haben, das ging wirklich schnell. Bei Knorz nicht vergessen, ihr könnt hier die Truhe auch noch aufmachen, sobald ihr den besiegt habt. Da kommt immer ganz viel Gold raus und nochmal 2, 3 Items. Und das war es eigentlich schon von mir. Der Twitter-Bot ist unten verlinkt. Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr nichts von Diablo 4 verpassen wollt. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.